Am 6. April vor 100 Jahren wurde Peter Ustinov geboren. Peter Ustinov wurde ein sehr bekannter Schauspieler. Er war ein Humorist, vor allem aber auch ein Humanist. Seine Herkunft, seine Familienstrukturen waren sehr vielfältig, von Russland bis nach Äthiopien. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass er Kosmopolit geworden ist. Und zwar einer, der immer eingetreten ist für Toleranz, für Respekt. Er war auch ein sehr guter Europäer. Er hat immer gesagt, es ist viel wichtiger, dass Europa als ein Tennisspieler auftritt, anstatt eine Summe von Tennisbällen, mit denen die anderen spielen. Peter Ustinov hat aber auch dann gedacht, dass er etwas hinterlassen möchte. Er hat mit dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl gesprochen und vereinbart, dass es ein Institut in Wien geben soll, das sich mit der Erforschung und Bekämpfung von Vorurteilen beschäftigen soll. Und dieses Institut gibt es nach wie vor. Wir veranstalten verschiedene Konferenzen, jährlich eine Gastprofessur an der Universität Wien, die sich genau mit den Fragen der Vorurteilsbekämpfung und Erforschung beschäftigt. Für uns ist Peter Ustinov jemand, der das Leid in dieser Welt gesehen hat, vor allem das Leid der Kinder. Und er ist sehr dafür eingetreten, dass Kindern mehr Chance gegeben werden. Er hat kritisiert, dass in dieser Welt ein Vielfaches von dem, was für Kinder ausgegeben wird, für Rüstung ausgegeben wird. Und er hat das als einen Skandal empfunden. Peter Ustinov hat dafür gekämpft, dass diese Welt eine andere wird, eine gerechtere wird. Er war kein Pessimist, trotzdem, was er alles gesehen hat an Leid und an Problemen und an Kriegen. Er blieb ein Optimist. Er hat gesehen, dass es eine Sisyphusarbeit ist, hier diese Welt zu verändern. Aber er hat seinen Humor nicht verloren. Und so wie Albert Camus ja mal gemeint hat, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, so hat er auch diesen glücklichen Menschen ausgestrahlt. Und in diesem Sinn wollen wir seine Arbeit als Institut für die Erforschungsbekämpfung von Vorurteilen fortsetzen und wollen gerade in diesen Tagen, wo wir seines 100. Geburtstags gedenken, uns daran erinnern, dass wir diese Welt verändern wollen, wo immer es geht, auch im Kleinen, und trotzdem unseren Humor nicht verlieren.